Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt, ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. Und wir möchten in diesem Film alles über das Piriformis-Syndrom erklären. Dafür haben wir Susanne zu Gast. Und Susanne läuft seit vielen Jahren und teilweise auch mit sehr großen Umfängen. Und nun tut seit einiger Zeit das rechte Gesäß weh und es gibt einen Schmerz, der das hintere Bein hinabzieht. Und wir wollen ergründen, woran das liegt. Susanne, nimm doch bitte schon mal Platz. Susanne, warum bist du zu mir gekommen? Ja, ich habe starke Schmerzen im rechten Gesäß. Das merke ich vor allen Dingen bei langen und intensiven Läufen, aber auch, wenn ich länger im Auto sitze. Der Schmerz zieht auch hinten im Bein runter, es ist schon arg unangenehm. Und dieses Problem hast du jetzt ja schon seit einigen Monaten, hast du mir berichtet. Wie viel bist du denn im Vorfeld gelaufen? Wie viele Kilometer pro Woche? 100 bis 120 Kilometer ungefähr. Und hast du viele Wettkämpfe gemacht auch? Auch, ja. Okay. Wie sah deine Therapie bislang aus? Wie hast du dir selber geholfen? Mit Dehnübungen, Bewegungstherapie. Ja. Wird es dadurch denn besser? Hast du eine Entlastung dadurch? Punktuell ja. Nicht dauerhaft, aber es ist ganz angenehm. Okay. Und du hattest erwähnt, dass du auch schon mal Schmerzmittel eingenommen hast. Wird dieser Schmerz durch Schmerzmittel besser oder nicht? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay. Die Beschwerden, die Susanne schildert, sind geradezu typisch für ein Piriformis-Syndrom. Fast alle Patienten haben Schmerzen im Gesäß und die Mehrzahl der Patienten hat auch eine Schmerzausstrahlung an der Rückseite des Oberschenkels, teilweise bis in die Wade hinab. Sehr schwierig ist die Abgrenzung des Piriformis-Syndroms von anderen Beschwerden im Bereich des Rückens und des Beckens. Und das sehen wir hier an der anatomischen Situation sehr deutlich, warum das Ganze so schwierig ist. Der Piriformis ist ein Muskel, der hier vom Kreuzbein zum großen Rollhügel zieht. Ich symbolisiere das hier einmal mit dem Verlauf dieses Kugelschreibers. Und hinter diesem Muskel bzw. unter diesem Muskel tritt der Ischiasnerv hervor. Und der Ischiasnerv zieht dann unten am Bein entlang. Und so vermengen sich hier einige Symptome, die man auseinanderhalten muss. Zum einen würde ein Bandscheibenvorfall, wo der Ischiasnerv hier an seinem Ursprung im Bereich der Bandscheiben geschädigt wird und gequetscht wird, auch Schmerzen machen, die das ganze Bein hinabziehen. Beim Piriformis-Syndrom findet dieses Nervenquetschen an dieser Stelle statt. Wir haben dann außerdem die Situation, dass eine Verhärtung des Muskels auch Irritation des Kreuzdarmbeingelenkes machen kann, was sich hier befindet. Andersherum machen aber auch Irritationen des Kreuzdarmbeingelenkes selbst Verhärtungen des Piriformismuskels. Es gilt also, einige Dinge zu differenzieren und vor allem diese Lagebeziehung von Piriformismuskel und Ischiasnerv zu beachten, um dann zur richtigen Diagnose zu gelangen. Ist das Piriformis-Syndrom eigentlich ein häufiges Schmerzproblem? Dadurch, dass verschiedene Ursachen ähnliche Beschwerden im Gesäßbereich machen, ist die Diagnostik mitunter gar nicht so einfach. Man schätzt, dass etwa 5% der Beschwerden auf den Piriformismuskel zurückgehen. Bei Sportlern kann man vermuten, dass der Anteil eher höher ist, weil dort Muskelverhärtungen im Bereich Gesäß und Beinrückseite grundsätzlich häufiger vorkommen. Wer ist gefährdet für dieses Piriformis-Syndrom? Insbesondere Frauen. Von 10 Piriformis-Syndromen gehen 6 Piriformis-Syndrome auf die Frauen, nur 4 auf die Männer. Wie kommt das? Frauen haben ein breiteres Becken und eine vermehrte Innenrotation des Schenkelhalses. Und dadurch wird der Piriformis-Muskel mehr gedehnt. Ich kann euch das hier einmal zeigen. In diesem Bereich verläuft der Muskel. Und wenn jetzt eine vermehrte Einwärtsdrehung dieses Oberschenkelhalses erfolgt, dann kriegt der Piriformis-Muskel Stress. Und das erklärt, wer sonst noch gefährdet ist. Alle Läufer mit X-Beinen, alle Läufer mit Knicksenkfüßen, die dazu führen, dass die Beinachse einwärts dreht. Denn das Einwärtsdrehen wird vom Piriformis eigentlich verhindert. Und wenn er damit überfordert ist, dann kriegt er Stress und dann gibt es Schmerzen. Aber das sind jetzt die durchschnittlichen Fälle. Was bei Susanne das Problem ist, das müssen wir erst herausfinden. Und dafür werden wir jetzt erstmal eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei einem Verdacht auf ein Piriformis-Syndrom muss als erstes immer die Stellung des Beckens und die Beweglichkeit des Kreuzdarmbeingelenkes untersucht werden. Das werden wir bei Susanne hier jetzt tun. Und wenn du dich jetzt einmal bei gestreckten Knien vornüber beugen würdest, dann sehen wir hier, dass meine beiden Daumen, Dankeschön, kannst wieder hochkommen, meine beiden Daumen laufen gleichmäßig vor. Das heißt, die Kreuzdarmbeingelenke bewegen sich gleichmäßig. Jetzt machen wir noch einen zusätzlichen Test. Einmal auf dem rechten Bein stehen bitte, das linke Knie zur Brust ziehen.
Dankeschön. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Dankeschön. Ich kann also sehen, dass die Kreuzdarmbeingelenke beidseits frei beweglich sind und dass dies nicht der Grund für eine mögliche Irritation des Piriformismuskels ist. Wir werden jetzt mit der weiteren körperlichen Untersuchung fortsetzen. Bei der Untersuchung des Piriformis-Syndroms ist die Beweglichkeit im Hüftgelenk entscheidend. Hier treten schon Schmerzen auf bei der maximalen Beugung, was nicht so ganz typisch ist für Piriformis. Und bei der Rotation der Hüfte ist das hier schmerzhaft, die Innenrotation, was auch für den Piriformis nicht ganz typisch ist. Wir müssen hier an viele Differentialdiagnosen denken. Das hier ist auch schmerzhaft, sowohl in der Leiste als auch im Gesäß. Die Beweglichkeit ist oft eingeschränkt bei Piriformis-Schmerzen. Aber Susanne ist sehr beweglich, sowohl was die hintere Oberschenkelmuskulatur angeht, auch im Wadenbereich ist die Beweglichkeit gut. Passt alles noch nicht so 100% zusammen. Was ist mit der Kniegelenksbeweglichkeit? Das Kniegelenk ist in Ordnung. Auffällig ist noch, dass hier ein druckschmerzhafter Punkt im Bereich der Schienbeinmuskulatur ist. Und dass Susanne jetzt auch schon seit einiger Zeit mit Schmerzen hier dieses Muskels in der Sehne, die um den Innenknöchel herumgeht, als eine Sehnenscheide, dass sie hier auch Schmerzen hat in diesem Bereich. Müssen wir also sehen, ob möglicherweise ein Knickfuß dahinter steht, der dann die Beinachse einwärts dreht. Das sind alles Dinge, die wir nachher in der Bewegungsanalyse sehen werden. Jetzt aber erstmal der Piriformis selbst. Wenn du dich einmal auf den Bauch drehst, bitte. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Schmerzen hier von der Lendenwirbelsäule ausgehen. Und oft gibt es Schmerzen dann hier gerade so im Bereich L5 und Kreuzdarmbeingelenk. Das ist aber nicht dein Problem, wie du bislang sagst. Hier tut es dir auch nicht weh, ne? Ja. Was ist denn hier oben an der Stelle? Nicht so schön. Ja, das ist sehr unangenehm. Das ist so ein Triggerpunkt von der Gesäßmuskulatur hier. Und jetzt geht es noch um den Piriformis selbst. Wie ist das, wenn ich hier tief mit dem Daumen rein... Ja, das tut ihr sehr weh. Ne? Das spricht schon sehr für den Piriformis. Hier auch noch? Okay. Also der Piriformis befindet sich hier und da ist auch ihr hauptdruckschmerzhafter Punkt. Und auch wenn sich hier so einige Dinge überlagern, muss ich schon sagen, angesichts, dass hier keine Schmerzen sind, dass hier der Hauptdruckschmerz ist, dass es am Bein runterstrahlt, gerade auch wenn sie lange sitzt, das passt schon alles zu Piriformis. Und jetzt wollen wir uns das Ganze einmal in der Bewegungsanalyse ansehen, um herauszufinden, ob dieses Problem mit einer Fehlbewegung innerhalb der Laufbewegung zusammenhängt. Wir führen bei Susanne eine Fußdruckmessung durch. So können wir die Druckverteilung unter der Fußsohle erkennen und Fußfehlstellungen diagnostizieren. Für die Bewegungsanalyse markieren wir bei Susanne die Sprunggelenke, die Kniegelenke und das Hüftgelenk. Außerdem können wir die Bewegung des Beckens während der Laufbewegung so genau beurteilen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen, um die Lauftechnik beurteilen zu können. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Susanne, wir haben jetzt alle deine Daten zusammengesammelt. Ich habe deinen Laufschuh hier untersucht. Ich sehe, dass du Vorfußläuferin bist, weil der etwas hier vorne außen abgerieben ist. Ansonsten hat er allerdings ein völlig unauffälliges Verschleißmuster. Einlagen hast du bisher nicht getragen. Ich glaube allerdings, wenn ich deine Fußdruckmessung betrachte, dort sehe ich viel Spannung in der Fußsohle im Sinne eines Hohlfußes, dass du von einer Einlagenversorgung mit einem Zehensteg hier im Vorfußbereich profitieren kannst, weil dadurch die Zehen angehoben werden. Wir kriegen eine Dehnung auf die hintere Kette bis zum Piriformis hoch. Das können wir machen und wir sollten darauf achten, dass der Laufschuh hinten gegenüber dem Vorfuß wenigstens 10 mm erhöht ist. Das reduziert auch die Spannung in der hinteren Kette. Stichwort Spannung in der hinteren Kette. Wir haben hier das Problem im Bereich der Lauftechnik noch zu besprechen. Das Schwierige daran ist, eigentlich hast du gar kein Problem. Deine Lauftechnik ist nämlich das, was ich als Lauftrainer exzellent nennen würde. Du läufst also mit einem flachen Fußaufsatz, einer guten Vorspannung der Muskulatur sehr reaktiv. Aber genau dieses Aufkommen auf dem Vormittelfuß und das aktive Federn auf dem Ballen zieht natürlich so eine reaktive Spannungskette bis in den Piriformis hoch.
Und wenn wir hier in der Laufbibel nachsehen, siehst du, dass beim Mittelfußläufer eben diese Spannungskette sehr aktiviert ist. Und ich würde dir eigentlich empfehlen, aus ärztlicher Sicht, lieber flach über die Ferse zu laufen, um diesen Federimpuls aus der hinteren Kette rauszunehmen. Ich bin auch Lauftrainer und ich weiß, das gefällt dir gar nicht, weil dieses reaktive Laufen sich natürlich sehr dynamisch und sehr gut anfühlt. Du kannst nur versuchen, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und diese guten Bestandteile deiner aktiven Lauftechnik zu behalten. Das heißt, den Unterschenkel im Fußaufsatz im Moment senkrecht zu halten, einen kurzen Schritt mit hoher Frequenz zu machen und gerade ebenso über die Ferse den Schritt reinzugehen. Also Änderungen in der Lauftechnik werden für dich auch wichtig sein. Jetzt werden wir erstmal eine Therapie an deinem schmerzenden Muskel durchführen und mit Stoßwelle, Lasertherapie und manueller Therapie behandeln. Danach geht es dann in die Sporttherapie, wo wir mit den richtigen Übungen deinen Piriformis entlasten. Es wird um viele Dehnübungen gehen dabei. Es geht aber auch um ein Stabilisierungstraining. Und hierbei ist der große Gesäßmuskel entscheidend, denn dieser große Gesäßmuskel hat ähnliche Aufgaben wie der Piriformis und unterstützt ihn in der Außenrotation. Deshalb sind Kniebeugen und Bridging-Übungen für dich ganz besonders wichtig. Das Piriformis-Syndrom wird mit radiärer und fokussierter Stoßwellentherapie, mit einer tief eindringenden Lasertherapie sowie manualtherapeutisch und chiropraktisch behandelt. Sportler wollen eines wissen: Wird das wieder gut? Das Piriformis-Syndrom ist in aller Regel hervorragend zu behandeln. Mit den richtigen Dehnübungen und Entspannungsübungen kann man den Schmerz wirkungsvoll reduzieren. Wenn dann auch noch die richtigen Stabilisierungsübungen für die Becken- und Beinachsenmuskulatur erfolgen, dann wird auch das Piriformis-Syndrom so schnell nicht wieder auftreten. Gleichwohl gibt es einige sehr therapieresistente Fälle. Und wenn eine Therapie nach einigen Monaten nicht zum Erfolg geführt hat, dann ist es erforderlich, diese Diagnose an sich zu hinterfragen. Es gibt Fälle, wo eben doch ein ganz diskreter Bandscheibenvorfall immer wieder die Nervenwurzel L5 irritiert und ähnliche Beschwerden auslöst wie beim Piriformis-Syndrom. Und es gibt auch Stressfrakturen im Bereich des Beckens oder des Kreuzbeins, die ähnliche Beschwerden auslösen können. Also in diesem Fall muss der Arzt nochmal konsultiert werden. In den allermeisten Fällen hilft euch aber ein kompetentes Trainingsprogramm, was wir euch jetzt zeigen werden. Aus dem Seitstütz wird bei dieser Übung das obere Bein abgespreizt. Als weiteres Übungserschwernis dient hier ein Rubberband, das über beide Knie gespannt wird. 3x10 Wiederholungen pro Seite sorgen für einen ausreichenden Trainingsreiz. Beim Bridging auf dem Kasten wird die große Gesäßmuskulatur zusammen mit den Abspreizern in der Hüfte trainiert. Hierfür dient das Rubberband, was über die Unterschenkel gelegt wird, was einen größeren Widerstand beim Auseinanderspreizen der Beine erzeugt. 3x20 Wiederholungen sind bei dieser Übung ausreichend. Die Dehnung der Wadenmuskulatur, bei der nach einem langen Ausfallschritt nach hinten die Ferse auf den Boden gedrückt wird und die Hüfte nach vorne geschoben wird, dient der Entspannung der hinteren Beinmuskulatur von der Wade über die hintere Oberschenkelmuskulatur bis zum Gesäß. Für die Dehnung der tiefen Wadenmuskulatur wird das zu dehnende Bein im Kniegelenk gebeugt. Das Fersenbein hält weiterhin Kontakt zur Unterlage. Durch ein weiteres Beugen des Kniegelenkes und ein Absenken des Gesäßes entsteht eine Dehnung in der tiefen Wade, die wie bei der Übung zuvor für 20 Sekunden gehalten wird. Die Dehnung der Oberschenkelrückseite dient ebenfalls der Entspannung der rückwärtigen Beinmuskulatur, die bis in das Gesäß hineinreicht. Durch das Vorneigen des Oberkörpers bei gestrecktem Bein wird die Dehnung in der Oberschenkelrückseite erzeugt und für 20 Sekunden gehalten. Mit dieser Übung wird die komplette hintere Muskelkette von der rückwärtigen Beinmuskulatur über das Gesäß in die Wirbelsäulenmuskulatur hinein gedehnt. Es reicht, wenn Sie diese Position für 20 Sekunden halten. Mit der tiefen Hocke werden zwei entscheidende Muskeln beim Piriformis-Syndrom gedehnt. Zum einen die tiefe Wadenmuskulatur und zum anderen die Gesäßmuskulatur und der untere Rücken. Hierdurch findet eine Entspannung der schmerzenden Region statt. Man kann die Übung, wenn man problemlos in die Position gelangen kann, für mehrere Minuten halten.
in Rückenlage und mit gebeugter sowie außen rotierter Hüfte kann der Piriformis-Muskel selbst gedehnt werden. In der hier gezeigten Position wird zusätzlicher Druck mit der rechten Hand auf das rechte Kniegelenk gegeben, um die Dehnung zu verstärken. Die Position sollte wenigstens 20 Sekunden gehalten werden. Bei dieser Dehnung des Piriformis handelt es sich um die wohl effektivste Methode, den Muskel zu entspannen. Es handelt sich hier um eine Abwandlung der Yoga-Übung Die Taube, die besonders starken Zug auf den Hüftaußenrotatoren ausübt. Die Übung wird für 20 Sekunden auf jeder Seite gehalten. Für die Behandlung des Musculus piriformis mit dem Massageball muss das Hüftgelenk angebeugt und nach außen rotiert werden. Nur so ist der Piriformismuskel entspannt und kann durch die Druckpunktmassage weiter detonisiert werden. Hierfür sind kleine Vor- und Zurückbewegungen oder kreisende Bewegungen auf dem Muskel für etwa eine Minute sinnvoll. Ihr habt gesehen, dass die Diagnostik alles andere als einfach ist und dass es eine intensive Therapie braucht, um diese Schmerzen zu beseitigen. Wie könnt ihr vorbeugen? Wie könnt ihr selber behandeln? Was ist entscheidend? Bitte regelmäßig die hintere Kette dehnen mit Dehnübungen für die Wade, die hintere Oberschenkelmuskulatur und den Piriformismuskel. Ganz wichtig auch die tiefe Hocke. Die könnt ihr beim Zähneputzen zum Beispiel durchführen. Das entspannt den Piriformis sehr. Und des Weiteren braucht ihr ein stabilisierendes Training für die Gesäßmuskulatur und für die Stabilität der Beinachse, damit der Piriformis gar nicht erst überlastet wird. So schafft ihr das. Und wenn ihr jetzt noch weitere Filme ansehen wollt zu weiteren Laufverletzungen, dann haben wir noch 9 weitere für euch gedreht. Und vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen an eure Laufkameraden.